Selten waren die US-Arbeitsmarktdaten so wichtig wie heute, denn es gibt ja diese Zinssenkungsfantasien und das Blinzeln der Fed. Und jetzt ist die Frage, wie wird man diese Arbeitsmarktdaten aufnehmen? Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die Märkte. Wenn die Arbeitsmarktdaten schlecht sind, so wie es der ADP-Arbeitsmarktbericht ja naheliegt, der am Mittwoch so schwach war mit nur 27.000 Stellen, schwächster Wert seit dem Jahr 2010, werden die Märkte das dann feiern und sagen, hurra, da haben wir doch die Bestätigung, dass die Fed die Zinsen senken muss? Oder ist das eigentlich schon eingepreist, diese Zinssenkung, und man sagt sich, die Konjunktur säuft doch ganz schön ab? Das ist die große Frage. Was passiert, wenn die Arbeitsmarktdaten besser sind als erwartet? Wird dann abverkauft, weil man sich sagt, naja, die Fed wird nicht die Zinsen senken? Oder wird dann gekauft, weil man sich sagt, naja, die Fed wird die Zinsen senken und die Daten bleiben gut? Das ist die große Frage. Die Wall Street neigt ja dazu, den Kuchen essen zu wollen und ihn aber gleichzeitig zu behalten. Deswegen hat man am Mittwoch, als die ADP-Arbeitsmarktdaten reinkamen, so ein bisschen schockiert reagiert, weil man sich gedacht hat, naja, die Fed, die senkt die Zinsen, aber die Daten bleiben ja gleichzeitig gut. Dass das beides nicht zusammengeht, ist der Wall Street manchmal nicht so wirklich klar, hat man den Eindruck. Schauen wir uns mal das an, was hier zu erwarten ist. Da sehen wir die Stundenlöhne. Zunächst mal 0,2%, 0,3% zum Vormonat und plus 3,2% zum Vormonat. Dann haben wir die Stellen ex Agrar, natürlich die wichtige Headline-Zahl, die bei 185.000 Stellen liegt. Es gibt Argumente, die für einen robusteren Arbeitsmarktbericht sprechen, wie zum Beispiel die Beschäftigungskomponente in den ISM-Indizes, also in den Einkaufsmanager-Indizes, die relativ robust waren. Wir haben ordentliche US-Erstanträge. Also von der Seite her kommen keine wirklichen Warnsignale. Allerdings ist der Mai tendenziell immer ein bisschen schwächer und die Daten stammen ja aus dem Mai. Und wir haben eben diesen ADP-Arbeitsmarktbericht gehabt, der so stark enttäuscht hatte. Und dann haben wir die Arbeitslosenquote, die bei 3,6% letztes Mal lag, wird auch diesmal so erwartet. 3,6% der niedrigste Wert seit Jahrzehnten. Allerdings sollte man nicht vergessen, während die Stellen ex Agrar eben ermittelt werden, durch Firmenmeldungen an Behörden ist die Arbeitslosenquote eine Telefonumfrage mit ein bisschen was über 1000 Leuten. Also da habe ich nicht wirklich eine klare Indikation. Die wirkliche Arbeitslosigkeit, die dürfte deutlich höher sein, dürfte auch deutlich über der 10%-Marke liegen, wenn man einfach mal die Dinge klar rechnen würde. Schauen wir uns mal an, was jetzt der Fall ist am Markt. Wir haben die Situation, dass wir in Sachen Arbeitsmarkt unglaubliche Anstiege haben derzeit, was die Industriejobs und die Autojobs betrifft, wo Entlassungen angekündigt werden, Jobcuts announced by US-based employers, also die angekündigten Jobabbaupläne, die hier der Fall sind. Und wir sehen, Industrie geht nach oben, vor allem Auto geht nach oben. Ford hatte zuletzt 7.000 Leute angekündigt, 7.000 Leute zu entlassen. Wir sehen also, dass hier durchaus im produzierenden Sektor ein Problem ist. Das haben wir jetzt auch im ADP-Arbeitsmarktbericht gesehen. Bau ganz schwach, kleine Firmen ganz schwach. Und kleine Firmen sind eben sehr nahe dran. Das heißt, die können nicht wie Konzerne dann auch mal eine Phase aussitzen, reagieren einfach später, weil sie eh Dickschiffe sind, sondern kleine Firmen, die müssen schnell reagieren. Da ist nicht viel Polster, da kann man nicht lange rumspielen, da wird sofort reagiert. Insofern sind die kleinen Firmen immer sehr, sehr interessant. Und schauen wir uns mal an. Wir haben ja eine rekordhohe, niedrige Arbeitslosenquote. Das wollte ich Ihnen nicht zeigen. Ich gucke mal, ob ich das hier finde. Aber genau, da ist es. Aber wir haben zum Beispiel Auto-Loan-Delinquencies, also praktisch die Zahlungsverzüge, mindestens 90 Tage, wo Autokredite nicht bedient werden. Die Autokredite übrigens derzeit auf Allzeithoch in den USA. Noch nie wurde so viel Geld geliehen, um Autos zu kaufen. Und wir sehen, die Ausfallraten sind jetzt auf dem Niveau von 2009. Und wenn wir hier mal die Arbeitslosenquote drüberlegen würden, dann sehen wir, dass die Arbeitslosenquote nach unten geht und dennoch die Zahlungsausfälle steigen. Das ist also etwas, was nicht so richtig zusammenpasst. Dann haben wir noch, vielleicht interessant, die Fed will jetzt also möglicherweise die Zinsen senken. Hier haben wir mal die Financial Conditions hier vom Chicago Fed National
ermittelt, also von der Chicago Fed ermittelt. Und wir sehen, die Finanzbedingungen sind nach wie vor sehr lax. Man kriegt ohne Probleme Kredite. Während der Leitzins nach oben gegangen ist, haben sich die Finanzierungsbedingungen nicht wirklich verschärft. Und in dieser Situation will also die Fed möglicherweise die Zinsen senken. Passt alles nicht zusammen. Faktisch geht es darum, dass A, unglaublich viele Anleihen auf dem Markt sind mit Triple B, die Probleme kriegen, wenn die Zinsen weiter steigen. Hier droht eine Pleitewelle sondersgleichen. Und wir haben auch Konsumenten wie auch Unternehmen am Anschlag, was die Verschuldung betrifft, könnte man viele Charts zeigen. Dementsprechend wären weiter steigende Zinsen schlichtweg Gift. Und wenn jetzt der Handelskrieg weiter eskaliert, dann wird es eben auch ungemütlich für den US-Konsumenten. Apropos Handelskrieg, zwei Entwicklungen jetzt wichtig. China, zunächst mal Donald Trump mit Aussagen, ja, China will unbedingt einen Deal. Mal sehen, ob ich das will. Also wieder diese typische Trump-Rhetorik. Dann auch gegenüber Mexiko, das ist kurzfristig das bedeutende Thema jetzt. Da gab es zunächst die Meldung, ja, man könnte die Deadline verschieben, Montag, um die Zölle anzuheben, hieß es zunächst. Dann das Weiße Haus mit Sarah Sanders gesagt, nee, das haben wir nicht vor. Wir sind auf dem Weg, sozusagen die Zölle auch anzuheben. Dann hat das Mike Pence bestätigt. Jetzt hat Mexiko gesagt, oh, wir werden Truppen zu unserer südlichen Grenze zu Guatemala schicken. Also jetzt die Mexikaner bewegen sich. Mal sehen, ob das Donald Trump reicht. Das ist kurzfristig ein wichtiger Faktor für die Märkte, diese ganze Mexiko-Frage. Und die Mexikaner bewegen sich. Reicht das jetzt? Das ist die Frage, die bald zu klären sein wird, denn die Deadline ist bekanntlich schon am Montag. Schauen wir uns die Charts an. Hier sehen wir den S&P 500, der immer wieder auch Ausschläge nach unten zeigt, dann wieder schnell steigt. Optimismus, Pessimismus in Sachen Mexiko-Zölle aktuell 2848. Wir sehen den Dow Jones 25.771. Der DAX hält sich hier in Seitwärtsbewegung an der 12.000er-Marke. Wir haben den Euro, der eine seltsame Chartformation zeigt, rauf auf die 1,13, runter auf die 1,12, wieder rauf auf die 1,13, jetzt mehr oder weniger in der Mitte, etwas drüber bei 1,1265. Wir sehen, dass Gold sich sehr, sehr gut hält bei 1332, wenn auch gleich hier jetzt mal ein rotes Kerzchen zu erkennen ist. Und wir haben Crude Oil mit leichtem Anstieg bei $53.29. Also die Arbeitsmarktdaten werden jetzt wirklich sehr, sehr wichtig. Was passiert da? Wie ist der Markt drauf? Sind die Zinssenkungen schon eingepreist, sodass schlechte Nachrichten, wenn die Daten schlecht ausfallen sollten, auch wirklich schlecht sind? Oder sagt man sich, hurra, die Daten sind schlecht, dann gehen wir nach oben. Wenn die Daten gut sind, dann eben die Frage, wird die Fed dann vielleicht doch nicht die Zinsen senken und das den Markt nach unten bringen? Oder wird man sich sagen, naja, selbst wenn die Daten gut sind, dann wird die Fed dennoch die Zinsen senken? Also Goldilocks-Szenario, alles offen. Sie sehen mich hier betroffen, den Vorhang fallen sehen und alle Fragen offen. Ich wünsche einen wunderbaren Tag und wollte noch sagen, heute Abend kein Markeflüster. Das ist doch nochmal eine gute Nachricht. Ich bin unterwegs. Also sehen wir uns erst am Dienstag, denn Montag ist Feiertag. Ich wünsche bis dahin das Allerbeste und sage Ciao.